praktisch. Komm. Ein Insulin hier. Troy, hörst du mich? Hier ist Crane. Ja, Crane. Was gibt es? In der Tagesstätte Zauberfestung sind noch Kinder. Hast du das gewusst? Hör ich zum ersten Mal. Wir haben sich für dich gehalten. Fluchter Alarm. Der wird alle Weiße aus der Umgebung anlocken. Ups. Entschuldigung. Super. Jetzt habe ich auch noch die Dings unterbrochen dabei. Ja. Den Alarm bitte ausstellen? Ja, wo denn? Rupert, hier ist Crane. War leider Fehlanzeige. Verdammt, Alia musste sie schon hinlegen. Es geht ihr wirklich schlecht. Uns läuft die Zeit davon. Aber hier ist ein Beleg über eine große Menge Insulin, die an einen Ekrem Boskurt verkauft wurde. Sagt dir das was? Ekrem ist Alias Vater. Vielleicht hat er das Insulin zu Hause gelassen. Ihre Adresse sollte auf dem Rezept stehen. Gut, ich sehe mich doch mal um. Wir sind schon längst draußen, der findet irgendwelche Rechnungen. Läuft nee. Ich bin gerade noch an den PC gegangen, während du versucht hast, den Alarm auszumachen. So. Ja. Solltest du ein bisschen mehr den Enterhaken benutzen, wegen Punkten und Leveln und so. Mach ich doch. Was du gerade fliegst. Bei mir fliegst du. Siehste? So weit bin ich schon hochgelevelt. Ich brauch den gar nicht mehr. Ich kann. Aua! Jetzt Crane! Scatman! Ich hasse diesen Typen, jetzt hab ich wieder Zombies am Arsch. Oh, komm! No! Oh, no. Ich hab hier gerade echt die Arschkarte. Ich komm ja schon wieder zurück, wo du bist. Da passt hier deine Waffe, komm. Nein, lass mich los! Guten Tag. Aber du doch vorsprintest und mich dann hier sterben lässt. Noch bist du nicht gestorben, ja? Ja, wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie auch noch heute. Nicht mehr richtig vorrennen kann ich, du lebst noch. Bin doch alleine weiter. Nee, ist langweilig. Da habe ich niemanden, den ich umbringen kann, indem ich vorrenne. Ist das allerdings Mario oder was? Nee. Der erschießt seine Teammates vorsätzlich. Oh, komm schon. Nein, jetzt geh weg! Ich bin hier beschäftigt, Junge! Ich will dieses Polizeiauto knacken. Was? Ah, jetzt bist du weggelaufen. Oh, meine Güte. Zuerst beschwert sich und rennt sie selber weg. Wo bist du? Ja, yeah, Wertsachen und eine Machete. Ich hab nicht mal deinen Pfeil mehr auf der Karte. Auch doch da. Aua. Oder? Können wir alle Geräten brechen? Ach, ich hab einfach nur scheiß Waffen, das alles, ey. Ja. Hier ist irgendwo noch ein blauer Pfeil. Irgendwer lebt hier. Oder wir haben mittlerweile einen dritten Mitspieler, von dem wir nichts wissen. Ey, das ist ja unpraktisch. Ich bin da, wo die Kleine wohnen soll, angeblich. Wo ist die Haustür? Ah, hier. Meistens Richtung Straße. Ich glaube, das ist hier nicht. Ah! Ach, das ist hier ein riesiger Innenhof. Hallo. Ist. Guten Tag. Wie kommt man hier denn jetzt rein, bitteschön? Eine Menge. Okay. Wer ist hier? Ich glaube, ich hab's gefunden. Wo bist du denn? Auf dem Dach. Hey, ach, wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Was ist das denn jetzt wieder für eine Völkerwanderung? Dum 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 dum. Meine Güte. Ich war 3 Sekunden deine Ruhe hast du hier. Da greift mich gerade auch noch ein Mensch an. Was war das denn jetzt?
So, wo bist du denn? Ach, da. Na. Hallo. Hi. Ich würde sagen, doch nicht. Toll. Ich bin extra nicht reingegangen, weil ich nicht vorrennen wollte. Das ist eine scheiß Sackgasse. Fuck doch, Alter, was ist das? Wieso kann ich nicht einfach diese komischen brüchigen Fenster einschlagen? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich halte nur eh nichts. Ich nehme einfach den Eingang hier. Ui! Ah, bist das auch zu? Verdammt, kann ich wahr sein. Fuck. Komm ich hier wieder raus? Ah, hier. Da geht's da drin. Da hinten ist noch was. Macrae, was war das jetzt für eine Aktion? Also selber nicht. Ja, hier ist auch noch ein Fenster. Hä? Ah, da unten. Ah, ich glaube, ich hab's gefunden. Ach, ich soll mal nach oben schauen, wäre eine Option. Wolken. Alle, ja. Und rein hier. Schön. Was ist jetzt? Wenn du in die, die Zwischengasse gehst und nach oben schaust, ist da ein offenes Fenster, da kannst du dich rein. Da kannst du dann rein. Ich hab doch eben nach offenen Fenstern gesucht. Ja, das habe ich jetzt halt gerade von oben gesehen. Wo kommt der Typ her? Geh mit deinem scheiß Messer weg. Da auch eine Überlebende wurde getötet? Hast du ihm gerade den Kopf abgeschlagen? Jetzt hab ich losgegangen, der Typ. Man kann nicht wissen, dass der, mir nichts Marika, tun wollte. Ich fahr zur Apotheke, um Alias Medizin zu holen, dann zur Pizzeria Fahrrad, dann... Er ist ja, also zur Apotheke, mach halt da drin einfach weiter, bevor ich andersweise überhaupt noch nur den Eingang gefunden hab, ist okay. Was? Such die Adresse raus. Okay, in der Nähe der Zauberfestung. Tut mir leid, der hat den Zettel einfach genommen. Sehr warten, dass ich da bin. Wenn du nicht kommst? Ich stehe immer noch hier draußen im Hof und hab keine Ahnung, wo es reingeht. Hier ist ein Fenster, hallo. Wo? Guck da, wo mein Pfeil ist. Guck da, wo mein Pfeil ist. Oh mein Gott, da! Ja. Das habe ich halt auch gerade nur von oben gesehen. Deswegen. Ich loot hier noch eins an. Wie ist mich überhaupt irgendwas, wie ich von hier hab? Tut mir leid. Hast du mich gerade angefurzt? Nö. Guck mal, ein Dreirad mit kaputten Reifen. Nee, du hast mich nicht angefurzt, du hast mich direkt angeschissen. Ew. Wie eklig hältst du mich? Hier ist noch, komm mal zu mir, hier ist noch eine Statue in dem Regal. Eine Statue? Eine Statue. Eine Statue, haha. Wo auch immer du bist. Hinter dir. Eine Holzeisenbahn. Da im Regal. So, also, ja, hier finden wir kein Insulin, wir müssen dann nur wieder weitergehen. Ups. Au. Ich dachte mal wieder ein paar Medikits machen. Die Subs gehören uns. Was ist denn mit den Überlebenden hier los? Keine Ahnung. Ich muss aber auch direkt mal zum Quartiermeister oder zu einem Händler, ich bin schon wieder voll, ey. Kann ich irgendwie mehrere Medikits auf einmal herstellen? Du machst, glaube ich, drei Stück oder so, wenn du einen Schwung, also oh, eine Dings machst. Okay. What the fuck, dieses Spiel. So, tschüss. Okay, komm, wir müssen Insulin holen. Die Zeit rennt. Die stirbt doch eh am Ende. Dann kann ich sie essen. Nicht, wenn du jetzt endlich deinen Arsch bewegst und für den kleinen Ding helfen. What the fuck? Gerade noch so gerettet war das. Shit voll! Das war gerade noch so gerettet. Du gehst dich erstmal durch die Luft, Alter. Durch die Luft. Achso, bei mir bin ich gerade noch so an das Ding dran gesprungen. An das. Ja, wir müssen hier unten rein, du bist zu weit. Aua. Ach, das ist die Safe Zone, will ich gar nicht hin. Es ist so geil. Es ist. Jetzt warte doch mal, bevor du wieder welche Zettel aufhebst. Es ist dein, ich wollte gerade in diesen Haufen hier springen, ja? In dieses Ding. Und land einfach hier. 3 cm daneben. Aber mit oder ohne, dass er dich gebremst hat?
Junge, bleib liegen. Oh, guck mal, Pornozeitschriften. Ich hab den Vater gefunden und das Insulin. Der Vater ist tot. Oh, no. Be quick or be dead. Stay in motion for your health. 1000 Tipps. Also bitte mal die Konten hier bedienen. Achieve endless you. Ich kann das gar nicht lesen, es ist super pixelig. Alter, ich versuche jetzt zu arbeiten, weißt du, und er. Ich lese Zeitschriften, ja, lass mich. Ich muss auch mal kacken. Gefeuert. Der Inventar ist so voll, ne? Dann solltest du dir weniger zu trinken geben. Boah, jetzt bist du tot. Oh, bist du. Sind fertig. Kann der Kleine das Insulin bringen. Ich will erst noch im Mülleimer rumwühlen. Moment. Auf geht's, ein Leben retten. Wir sind unsere Zukunft, die Kleinen. Naja. Kommt drauf an, was für ein Scheiß sie bauen. War hier noch mal der Eingang? Hier oben. Wo ist hier oben? Das ist, glaube ich, H oder irgendwas. Dann wirst du zu mir gebeamt, falls du so weit weg bist. Hier. Hallo. Hallo. Hui! So in der Luft, zack, in die Tür reingezogen. Schwarzes Loch ist nichts dagegen, Alter. Das schwarze Loch wurde. Ach, warte, alles runter. Das wurde neu erfunden. Extra für dieses Spiel. Aua. Toll. Das krieg ich auch nur ich hin. Eine Etage tiefer springen zu wollen, am Geländer vorbeizufallen und dann das ganze Treppenhaus nach ganz unten zu fallen, ey. Das ist wegen so dir stirbt die Kleine noch. Das will ich doch eigentlich. Du hast mir extra viel Zeit. Wo bist du denn da? Du hast es geschafft. Unfassbar. Wird sie durchkommen? Ja, das ist genau das, was sie braucht. Ich kümmere mich um Alja. Könntest du so lange auf die anderen Kinder aufpassen? Also, ich bin recht beschäftigt. Red einfach mit ihnen, das ist alles. Ich habe ihnen gesagt, du bist ein großer Krieger, eine Art Ritter. Ach ja? Wann kommt deine Frau zurück? Du schaffst das. Nur ein paar Minuten. Kinder, dieser heroische Krieger hat uns einen Heiltrank für Alja gebracht. Während ich Alja den Trank verabreiche, wird jetzt er eine Weile für euren Schutz sorgen. Hey, nein, Moment mal. Bin gleich zurück. Na, ihr kleinen Popel. Aber wir müssen doch jetzt gar nicht hier bleiben. Nein, oder? Müssen wir auch nicht. Schade. Du siehst immer noch fucking creepy aus, Lady. Ah, mit dem hier kann man reden. Guck mal, der hat ein Schwert in der Hand. Hallo, Kleiner. Wie heißt du? Kadim. Kadim. Schöner Name. Ich hab ein Geheimnis. Ach ja? Ich auch. Was ist deines? Ich bin GRE-Agent. Wie lautet deins? Kannst du meine Klötze holen? Das ist doch kein Geheimnis. Aber ein paar davon sind unten, beim Keller. Und Mr. Rupert sagt, wir dürfen nicht in den Keller gehen. Niemals. Aber ich bin trotzdem runter, aus Neugier. Dann habe ich ein gruseliges Geräusch gehört und die Klötze fallen lassen. Sie sind total verstreut. Kannst du sie holen? Ah, eine schwierige Mission. Ich werde es versuchen. Hauptsache, er hat ein Zelda-Schwert in der Hand, ne? Ja. Oder so eine. Also, was denkst du, schaffen wir es, diese Bauklötze zu holen? Ich finde das eher gruselig, dass dieser Junge genauso aussieht wie der Junge im Turm bei dem Händler. Ja, die haben halt nicht sehr viele Modelle. Naja, eigentlich hatte schon eine Menge verschiedene Modelle, aber gerade da haben sie gespart. Immer noch besser als in Dead Island am Ende. Ja gut, da hatten sie wirklich nur 3 Modelle, das war's. Ich höre sie auch. Hörst du sie, wie sie in der Tür kratzen? Das. Das ist, was ich höre, ist mein Furz. Hier, Kadim. Da hast du deine Klötze. Danke. Hey, wirst du Rupert etwas davon sagen? Und mein Geheimnis? Dass du Agent bist für
Wen nochmal? Ich verrate dein Geheimnis nicht. Aber ich werde mit Rupert über die Geräusche im Keller reden. Ich habe sie auch gehört. Ich weiß genau, was im Keller eingesperrt ist. Alia geht es gut. Sie schläft jetzt. Es wird dauern, bis sie sich vollständig erholt. Danke nochmal, Crane. Meine Frau Jasmin müsste bald zurück sein. Die Kinder können recht anstrengend sein. Also willst du sicher wieder losziehen? Nein, noch nicht. Aber unsere Vorräte sind begrenzt. Das ist zu viel für einen allein, Rupert. Ich habe Hilfe angefordert. Sie müsste bald eintreffen. Das wird nicht nötig sein. Jasmin und ich kommen schon zurecht. Rupert, ich war unten. Oh, verstehe. Es tut mir sehr leid. Manchmal kommt es mir so vor, als könnte ich noch einen schwachen Rest ihrer Stimme hören. Also ist sie tot. Wenn es doch nur schon vorbei wäre. Aber ich konnte es nicht. Meine Frau. Meine wunderschöne Jasmin. Das muss ein Ende finden. Ich würde mich eher von ihr töten lassen, ehe ich ihr etwas antue. Komm, kein Problem. Gib mir den Kellerschlüssel. Das können wir gerne für dich übernehmen, Alter. Ich bin geübter Auftragskiller. Komm, lass mich mal. Das ist fast so wie in den ersten paar Metern von Diablo, wenn du die Frau von dem Schmied töten musst. Jetzt weiß ich auch, warum sie nicht in den Keller durften. Kommst du? I'm here. Jasmin! Der Kammerjäger ist ja, da. Ja, warte, lass uns gründlich. Okay, Harlem Shake. Okay, wir müssen es irgendwie abstellen, glaube ich. Diese Statue ist irgendwie gruselig, mit dem Kind vor allen Dingen davor. Hallo, Jasmine? Okay, hier können wir den Strom abstellen, oder? Ja, Reis! Halb! So. What the fuck? Ich wette, dieses Kabel hat Rupert gelegt, damit die Jasmin bleibt. Ja, was ja, sie damit ist. Sie da nicht durchkommt, natürlich. Was denkst du denn? Und der hat sie sehr gut verbarrikadiert, würde ich behaupten. Das ging schnell. Sie hatte Zigaretten dabei, sie war Raucherin. Wie hatte sie $15 dabei? Oh, hier ist der Teddy. Gucken, was Jasmin so in ihrem. So wunderschön war die ja nicht mehr. Die zwei Millisekunden, die ich sie sehen konnte, bevor ich sie umgebracht habe. Du behältst einen Menschen lieber so in Erinnerung, wie du ihn kennst, bevor er sich verändert. Tschüss, ich bin dann weg. Sie hat anscheinend aber noch eine Weile gelebt, bevor sie sich halt verwandelt hat. Wieso? Er hat halt noch Essen und all sowas drin. Sie ist wahrscheinlich gebissen worden und er hat sie halt wahrscheinlich direkt nach unten gebracht. Komm mal mit, Jasmin. Ich muss dir im Keller was ganz Wichtiges zeigen. Ja, ja. So, komm ich jetzt. Ich hab dort einen neuen Porno-Keller errichtet. Den müssen wir beide unbedingt mal testen. Jetzt komm! Yes, das ist neu. Das hat Rupert zu ihr auch gesagt. Jetzt komm! Das geht nicht auf Kommando bei einer Frau. Oh. Hast du sie gefunden? Hast du ihr helfen können? Sie ruht in Frieden. Danke. Von uns beiden. Ich hoffe, dass ich Vergebung finde für das, was ich getan habe. Was ich nicht tun konnte. Alles easy, Rupert. Man muss sich halt auch, glaube ich, immer fragen, was würde man selbst in so einer Situation tun? Ich hätte den auch nicht umgebracht. Ich glaube, ich könnte es auch nicht. Irgendwo hier ist eine Quest. Ja, weil wir raus müssen. Ach nee. Doch. Ist egal, wir müssen erst. Ich muss erstmal zu einem Quartiermeister, AK Händler. Kommst du bitte, Spieler? Ich bin jetzt zu voll, die 5 Meter zu laufen, ich hab einfach mal B gedrückt. Volles Stück.
Nee, ich bin einfach nur praktisch, das ist was anderes. Naja, voll unpraktisch, genau. Oh, meine Güte, hätte ich das gewusst, wäre ich doch noch drin geblieben. Ja, tschüss. Ey! Männer. Es ist kalt und nass draußen. Du bist die Erste, die rumheult, wenn es kalt ist. Du bist der Erste, der jetzt eigentlich Scheiß interessiert. Das ist eine andere Sache. Ich denke hier nur an dich, also bitte. Ich bin jetzt ein Mann, mich stört das auch nicht. Ja, stimmt, du bist ja in-game, bist du ja ein Kerl, oh verdammt. Ja, ich bin ja ein sexy Crane, ich bin ein Oh, guck mal, wow! Da, ich kann zaubern! Okay, where did this escalate?